Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Terraformers. Ja, und wir sind auf dem in der Mission Blauer Weg 4 unterwegs. Und beim letzten Mal haben wir angefangen, hier in Berlin alles vollzubauen. Wir haben uns um Nahrung gekümmert, wir haben uns um Energie gekümmert. Wir haben hier schon angefangen, die ersten Gebäude zu bauen, um zu terraformen und um uns ein bisschen auszubreiten. So, jetzt habe ich's. Wir haben auch schon hier Dortmund gebaut mal wieder und haben jetzt hier auch schon beachtliche 26 Unterstützung, sind aber trotzdem noch 24 im Minus. Also die Anforderungen sind gerade ganz schön hoch. Ich versuche die gerade ein bisschen zu treffen wieder, die Anforderungen. Aber wie gesagt, ist halt jetzt hier so 23. Runde sind wir gerade. Da wird es halt gerade knifflig. Und wenn du hier keine Infrastruktur hast, dann kannst du eigentlich einpacken. Und dann erst später wird es uns eigentlich möglich, wenn wir ein bisschen geterraformt haben, dass wir dann das Terraforming noch ein bisschen mehr verfolgen können. Deswegen ist es jetzt zum Anfang erstmal ein bisschen viel. Nun ja, schauen, wie man so seine Produktion und so weiter aufbaut. Ne? So, wir könnten jetzt noch einmal das nehmen, aber ich entscheide mich tatsächlich für. Entscheide ich mich dafür? Ja, ich entscheide mich nochmal für die Hydrokulturfarm. Einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Was die Nahrung betrifft und so weiter. Und dann wollen wir jetzt in Richtung Titan und Energie. Energie kriegen wir pro Runde gut. Deswegen sind wir jetzt eher so auf der Suche nach Titan und Tritium. Und auch Wasser natürlich gern gesehen. Deswegen hätte ich eigentlich mal dran gedacht, ob wir vielleicht hier hingehen. Aber hier oben gab es ja auch noch relativ gut Titan. Und hier auch noch mal ein bisschen Tritium. Deswegen würde ich hier hingehen mit dem Erkundungssatellit. Das trifft sich natürlich sehr gut. Und würde dann hier, weil das näher ist, nochmal zum Nitrat oder hier zum Wasser. Ist ja egal. Hier bezahlen wir nur 2. Können wir hier hingehen. Und hier gibt es auch nochmal 10 Energie auf die Kralle. Ja, so kann man doch leben auf jeden Fall. So, hier würden wir mehr Silikat bekommen. Okay, einen Roboter-Hub könnten wir bauen. Dann könnten wir uns erstmal expandieren. Dann könnten wir uns hier das Tritium-Vorkommen schnappen und dann auch nochmal Tritium abbauen. Das wären dann nochmal 2 Stück pro Runde. Das bringt auf jeden Fall was. Dafür brauchen wir aber definitiv Titan. Und das sollten wir in der nächsten Runde wahrscheinlich bekommen. Wenn du ein Projekt kaufst, erhältst du +1 Unterstützung. Wenn du ein... Ach, verkaufst, ne? Verkaufst, okay. Wenn du ein Gebäude errichtest, das mindestens 40 Ressourcen kostet. Ja, so viele kosten nicht 40 Ressourcen. Ja, und die hier können wir eigentlich nehmen. So. Lebenskomfort -1. Ne, das wollen wir nicht. Das kannst du halt irgendwo hinbauen, wo du sonst halt nichts hinbaust, ne? Mit 2 Unterstützung pro Runde. Wir nehmen mal das hier. Das habe ich sonst nie gebaut, aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil das kannst du ja irgendwo hinbauen, wo du halt wirklich nur dein Hauptquartier hast. Das wäre in Hamburg zum Beispiel ein super Gebäude und dann kriegen wir nochmal 2 Energie. War eigentlich gar nicht so schlecht. So, in Dortmund wird dann das nächste Gebäude fällig. So, da müssen wir nämlich langsam mal gucken, dass wir da auf einem guten Weg bleiben. So, und dann hatte ich ja gesagt, wir wollen jetzt nach Titan gucken. Wir dürfen aber nicht allzu viel ausgeben an Energie, denn wir brauchen noch 8 Energie über. Das heißt, wir dürfen nur 5 ausgeben. Da wäre natürlich das hier perfekt. Wir könnten aber auch hier hingehen. Hier gibt es sogar nochmal Nitrat. Ich schaue nochmal. Hier gibt es Silikat. Brauchen wir momentan aber eher weniger. Hier gibt es
Tritium, das brauchen wir eher. Ich würde, glaube ich, mal hier hingehen. 2 Titan, 3 Tritium und 10 Energie, das ist natürlich super. Und dann bauen wir hier gleich mal den Tagebau für die Tritiummine. Und könnten dann theoretisch hier hingehen und einen Raumhafen bauen. Der Raumhafen macht aber eher neben Hamburg Sinn. Was wir aber machen können, wir können... neben Hamburg, neben Dortmund meine ich. Wir können den Bakterienverteiler hier verschieben. Habe ich auch noch nicht so häufig gemacht. Und können dann hier den Raumhafen bauen. Benachbarte Städte haben plus 1 Lebenskomfort. Das bringt uns auf 5 und damit haben wir jetzt 36 statt 29 plus. Und damit sind wir jetzt schon auf minus 13 statt minus 20 war es, glaube ich, ne? Genau. Also man sieht schon, das bringt schon ordentlich was, wenn man das richtig platziert und wenn man die Gebäude auch mittlerweile, kenne ich die Gebäude ja nun mal auch schon relativ gut, möchte ich sagen. Ja. Einige der Handelsrouten sind nicht zugewiesen. Ah ja, stimmt, ich habe jetzt 2 neue Handelsrouten bekommen. Na dann können wir ja... Was machen wir denn jetzt? Hui. Das brauchen wir momentan nicht. Dafür brauchen wir aber... Puh, was brauchen wir? So, ne? Ja, machen wir erstmal so. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Runde bekommen. Bakterienverteiler. Oder mehr Projekte. Bringt das eigentlich nur was, wenn hier eine Stadt in der Nähe ist? Nee. Bakterienverteiler wäre gar nicht so schlecht. Ein Bakterienverteiler wäre gar nicht so schlecht. Dann brauchen wir noch mehr Wissenschaft. So. Brauchen wir nur noch 4 Wissenschaft und dann hätten wir es. Müssen wir mal schauen. Nächste Runde. Wir können momentan sowieso nichts machen. Sandsturm. Da müssen wir erstmal unsere Windräder hier reparieren. Okay, eine Gasfabrik. Die bringt uns nochmal Atmosphäre pro Runde. Okay, ein Gehöft. Ja, bringt nochmal ordentlich Unterstützung pro Runde, theoretisch. Aber ich würde mich für die Gasfabrik entscheiden. Die würden wir dann auch nochmal in Hamburg bauen. So, da das ja keine Bevölkerung ist, der Roboter-Hub, können wir das da ohne Probleme daneben bauen. Und kriegen dann nochmal 2 Atmosphäre pro Runde. Dann ist das schon in 6 Runden nämlich hoch. Und dann schauen wir mal, wo wir noch eventuell an Wissenschaft rankommen. Hier oben nämlich. So, und Erkunden bringt uns auch nochmal 2 Wissenschaft. Und dann wären wir nämlich schon fertig. Dann müssten wir mal gucken. Ah ne, wir müssen ja hier hingehen, stimmt. Müssen dahin gehen. Müssten eigentlich hier den Aussichtsturm bauen. Shit, ich dachte, wir hätten. Dachte, wir könnten dahin gehen. Was haben wir hier? Flache Ebene. Wir können auch die sacrificen. Einfach die flache Ebene. Und können dann hier den Bakterienverteiler hinbauen. Und Sauerstoff nochmal. Ja, ich würde sagen nochmal Sauerstoff. So, dann sind wir da nämlich in 14 Runden fertig. Und die Bakterien bringen ja auch nochmal Atmosphäre. Da sind wir dann schon in 5 Runden fertig. Sehr gut. Durch das Erreichen der nächsten Stufe steigen diese Parameter global an. Okay. Und...
Berlin können wir uns auch noch mal einmal ausbreiten. So, jetzt können wir hier sogar einmal Häuser bekommen. Eine Energie, eine Atmosphäre und eine Wärme pro Runde. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Den nehmen wir mal. Für Nitrat, dann dürfen wir natürlich keinen Nitrat mehr rausschicken. Wir nehmen die Luxuswerkstatt. So, Nitrat müssen wir aufhören wegzuschicken. Wir haben gleich aber genug für das Kraftwerk hier. Aber Energie ist gerade nicht unser Problem. Das heißt, darauf müssen wir uns erstmal gar nicht fokussieren weiter. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich nicht das ganze Nitrat weggehauen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, ehrlich gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall noch Titan und, wenn es geht, gleichzeitig auch noch ein bisschen Nitrat. Haben wir hier, habe ich gesehen. Ich schaue nur noch mal, ob wir irgendwo noch mal was haben für weniger. Aber das ist der einzige Standpunkt, der das beides bietet. Dann bauen wir hier erstmal ein Canyon hin. Das bringt uns noch mal Lebenskomfort hier in Dortmund. Und dann sind wir ja schon fast wieder im Plus. So, drei Energie. Obwohl, nee, wir können ja noch nichts bauen. Erst nächste Runde. Okay. Gut, dann gehen wir wohl eher auf Nitrat wieder. Also Kommando wieder zurück. Jo. Was ist das hier? Touranbieter. Den könnten wir vielleicht auch noch irgendwo unterbringen. Obwohl, bringen wir den jetzt irgendwo unter? Nehmen wir vielleicht doch nochmal einen Bakterienverteiler. Wenn der Bakterienverteiler ist echt nicht schlecht, dadurch kriegen wir halt Terraforming-Parameter, was halt ganz gut ist. So, jetzt wird aber in Dortmund gebaut, und zwar eine Minenarbeiterunterkunft. Plus 8 gibt das uns nochmal, und jetzt sind wir hier wieder auf plus minus 0. Sehr schön. Okay, und jetzt gehen wir für Nitrat. Full-on-Nitrat. Hier. Jawohl, 32 kriegen wir nächste Runde zusammen. Ja. Genau, haben wir dann schon. Sehr schön. 30 mehr, das brauchen wir definitiv. Und das würde ich auch gleich mal anfangen zu machen, damit wir hier vorankommen. Und dann habe ich ja gesagt, wir gehen auf Nitrat. Haben wir hier noch was Besseres? Ja, hier haben wir Nitrat und Tritium. Und dann bauen wir in Hamburg gleich mal den Biogenerator. Der hat sogar auch keine negativen Effekte. Nur der Fels ist jetzt hier im Weg. So, eine Atmosphäre, eine Wärme und ein Energie pro Runde. Sehr schön. In zwei Runden sind wir dann bei der Atmosphäre schon hoch. Wir haben immer noch den Landeplatz hier. Und ich überlege noch, ob ich den tatsächlich nochmal baue. Oder ob wir den einfach erstmal screwen. Wir den erstmal sein lassen. Was bräuchte ich denn noch? Ich bräuchte noch Wasser für die Nahrung. Silikat und Tritium. Tritium brauche ich ganz, ganz. Hier wäre eigentlich dann das Perfekte. Aber es ist halt nur drei weg, das kann ich auch mit einmal erkunden machen. Wir gehen mal auf Titan. Titan brauchen wir einfach zu dringend. So, neuen Anführer. Okay. Erhöht die Energie, baut Drohnenknoten kostenlos. Projekte vorgeschlagen. Und er. Der Bau von Minen kostet weniger Ressourcen. Sehr schön. Okay.
Nehmen wir das mal. Modulare Wohnungen. Jawohl, nehmen wir mit. Okay, was hatte ich gesagt? Wir wollen hier oben hingehen. Oder hier hingehen? Nee, hier hingehen, hatte ich gesagt, ne? Ja, das ist ja the same. Nochmal eine Höhle. Cool. Okay, hier wäre also unser zweiter Stand. Unser zweiter Standort. Mein Gott. Und dann bräuchten wir noch genug Silikat. Haben wir aber noch nicht. Aber ist nicht weiter schlimm. Tritium geben wir raus. Jawohl. Okay. Ja, können wir diese Runde erstmal weiter nichts machen. So, jetzt kriegen wir die 100 Unterstützung und minus 36 kriegen wir auch gleich nochmal drauf. Bakterienverteiler, so viel brauchen wir dann doch nicht. Wir nehmen mal die Weltraumhotels, da kriegen wir nochmal 10 Erfahrung. 10 Erfahrung, 10 Unterstützung, wenn wir das abschließen. So, die modularen Wohnungen können wir bauen. Die bauen wir hier hin. Gibt uns auch nochmal Unterstützung, damit es nicht allzu wenig wird. Und dann können wir uns jetzt hier aber noch weiter expandieren. Puh. Wir kriegen ja pro Mine eigentlich auch noch durch unsere Minenarbeiterunterkunft plus eine Unterstützung. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Mine bauen würden, würde uns das nur minus 1 geben. Und wir würden nochmal Silikat abbauen. Das können wir eigentlich machen. Den Trade können wir eingehen. Jetzt gibt uns der einen mehr. Dafür haben wir zwei weniger durch den Standort, weil er so weit weg ist. Ja. Aber ist nicht weiter schlimm. Aber es gab auch noch ein Gebäude, was das irgendwie ein bisschen reduziert, ne? Es gab ein Gebäude, da konnte man dann noch weiter wegbauen, ohne dass es nochmal einen Malus gibt. Das gab es auch. So, wenn ich theoretisch hier hingehe, haben wir genug Wasser. Das ist ja schon mal gut. Wasser brauche ich sonst erstmal nicht. Dann bauen wir das erstmal hier hin, kriegen wir noch mehr Nahrung. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Silikat haben wir dann. Okay, das gibt uns Titan. Pflanzenverteiler. Ja, nehmen wir mal das hier. Das können wir dann später vielleicht noch gebrauchen. CO2-Fabrik nehmen wir natürlich immer gerne an. In Hamburg können wir auch noch die Luxuswerkstatt bauen. Plus 10 Unterstützung. Ja, funktioniert, okay. Gut. Dann gehen wir noch weiterhin für Titan. Silikat brauchen wir ja nicht mehr. Wir brauchen, wenn, dann Nitrat. Energie brauchen wir nicht. Hier haben wir nochmal ein großes Vorkommen. Gehen wir erstmal für das große Vorkommen. 6 Titan. Und dann können wir auch nochmal irgendwo hin. Jetzt haben wir auch genug Energie gerade, dass wir uns mal das hier erlauben könnten. Okay. Dann haben wir erstmal genug Titan und dann brauchen wir noch Energie. Handelsrouten können wir natürlich noch nutzen. Genau, da werden wir Titan wegschicken. Können wir uns dann immer noch mal holen nächste Runde. GVO-Labor. Brauchen wir alles nicht. Da könnten wir die Wissenschaft einfach nehmen. So, und jetzt bräuchten wir noch mal Titan, ne? Relativ viel sogar. Obwohl, wir schicken drei weg. Wir haben minus 1, wir haben 7. Nächste Runde. Wir brauchen 2 Titanen mindestens jetzt. Gehen wir doch hier hin. Oh ja. Nice.
Direkt neben der Lavahöhle. Ist natürlich super. Titan, Titan. Führungen. Ne? Könnte man machen. Könnte man machen. So, dann in Hamburg. Hä? Ich war noch irgendwo reingeklickt. In Hamburg können wir die CO2-Fabrik bauen. Die nächste. Bringt uns eine Atmosphäre und einen Wärme pro Runde. Wärme werden wir dann in 3 Runden soweit. Wir können auch den nächsten Bakterienverteiler bauen, sehe ich gerade. Ja, bauen wir dahin. So, und dann wären es die nächsten Bakterien. Sauerstoff ist immer noch plus 2. Hier hätten wir Temperatur. Wir gehen mal für Sauerstoff. Haben wir da auch plus 3 erstmal. Was heißt auch? Hier haben wir ja plus 4. Hier haben wir plus 3. Hier haben wir plus 10. Da kriegen wir gleich 30 von. Da müssen wir mal gucken, wo wir noch ein bisschen was herbekommen. Aber das können wir dann auch später auf einen Schlag machen. Da können wir dann die die Wassersachen hier ausrauben. Da hätten wir hier aber nur 10, 20, 30 momentan. Weiterhin sehe ich keine. Auch keine großen Vorkommen oder sowas, ne? Hatten wir ja sonst immer irgendwie, aber... Also da haben wir erstmal 30. Wir brauchen ja insgesamt 72 plus 36 sind 108. Wir brauchen insgesamt 108. Boah, schon heftig. 60 haben wir gerade auf der Karte mit dem hier. Aber 108 ist schon... Darum braucht man schon ein bisschen. So, Bakterienverteiler brauchen wir nicht. Ah, brauchen wir auch nicht. Naja, nehmen wir den Bakterienverteiler. Können wir immer noch wegwerfen. So, würde jetzt irgendwas überflutet werden von den Sachen, die wir haben? Ja, hier. Da müssen wir erstmal einen Deich drum bauen. Das heißt, wir müssen uns erstmal um Titan kümmern. Gut, machen wir das doch. Kümmern wir uns doch mal um Titan. Hier oben. 6 Titan. So, da können wir einen Deich drum bauen. Brauchen wir nicht. Hier müssen wir einen Deich drum bauen. Und noch irgendwo? Nö, dann können wir es aktivieren. Hä? Wo ist es? Wo ist das Wasser? Ah ne, ist ja noch nicht gestiegen. Ha! Ich bin ja lost, stimmt. Wir brauchen ja 36 plus 20%. Ich baue hier Deiche wie so ein Blöder. Ach, Lostness. Ja, okay. Gut, habe ich eingesehen. Scheiße. Ja, das war nicht gut. Okay, dann zahlen wir erstmal hier ein. Okay, okay. So, wir könnten mal Wohnungen wieder gebrauchen. Minus 50 mehr. Ja. 50 mehr nehmen wir, definitiv. Okay, wir gehen aber, gehen wir erstmal für die Unterstützung. Ne, wir gehen erstmal fürs Meer, weil dadurch kriegen wir ja auch Unterstützung. Eieiei, ne, wir brauchen echt Nahrung, holy shit. Okay, minus 57, da sind wir ja schon, in 10 Runden sind wir ja schon down. Da müssen wir jetzt definitiv auf jeden Fall mal was machen. Uiuiui. Das ist ja gerade schon ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Gehen wir mal hier hin. Nitrat und Titan für den Pflanzenverteiler. Und Titan brauchen wir ja sowieso erstmal immer. Unterstützung wäre halt auch gut, aber wie gesagt, nicht ganz so wichtig. Nochmal hier hin. Und dann hoffen wir mal auf ein Unterstützungsgebäude. So, Temperaturstufe erhöht. Da sind wir in 18 Runden dann auch auf Stufe 2. Und da ist es, das Wohnmodul. Das wird gleich mal instant gebaut. Denn wir brauchen das unbedingt jetzt. Und da müssen wir auch schon langsam
an unsere Höhle denken, die wir hier haben. An unsere zweite. Die können wir dann nämlich auch schon in Betrieb nehmen. Ja. Wo können wir denn als nächstes noch so hingehen? Unterstützung wäre wie gesagt noch ganz gut. Nitrat wäre ganz gut. Und... oh, Titan jetzt nicht unbedingt. Gehen wir mal hier hin. Okay. Nächste Runde. Ein Gericht, jawohl. Kann nur einmal pro Stadt gespielt werden. Das ist aber vollkommen okay. Denn ich würde hier nämlich dann die neue Stadt aufmachen. Alle benachbarten Standorte müssen erst erkundet werden. Dann gehen wir doch mal hier hin. Haben wir das doch. Hier sogar noch ein Canyon. Perfekt. So, die nächste Unterstützungsstadt ist München. Wird rot. Und wir bauen direkt hier neben. Ein Gericht können wir nächste Runde reinbauen. Dann können wir uns nämlich hier auch zum Canyon expandieren und zu den Mineralhöhlen. Und hier haben wir sogar Sandstein, das ist ja noch besser. Also da können wir richtig Unterstützung aufbauen. Okay, weiter geht's im Text. Sauerstoffstufe wurde erhöht, plus 100 Punkte. Und hier wurde auch wieder ein bisschen was zerstört. Das muss man natürlich alles erstmal reparieren. Wolkenimpfen hätten wir hier. Think Tank Wohnanlage, die nehme ich doch gerne. Ja, Sauerstoff steigen wir in 24 Runden auf die Stufe, auf die wir wollen. In 8 Runden sind wir hier schon bei der Atmosphäre auf der Stufe, auf die wir wollen. Und dadurch steigert sich natürlich jetzt auch der Lebenskomfort hier in Dortmund. Da haben wir jetzt schon 76. Ja. 76 Unterstützung generiert. Lebenskomfort hier nochmal um 2 hoch. Das heißt, die nächsten Gebäude, die wir dann hier bauen, die bringen auch nochmal ordentlich Unterstützung. So. Jetzt gucken wir natürlich, ob wir irgendwo Nahrung finden. Wir können jede dritte Runde ein Gebäude bauen. Ein Unterstützungsgebäude, ein Wohngebäude. Für was gehe ich jetzt? Für Nitrat hatten wir gesagt immer noch. Wenn ich Glück habe, dann kriegen wir hier sogar immer noch Nahrung. Aber vorerst gehen wir erstmal auf Nitrat. So... genau, dann kann ich nämlich den Pflanzenverteiler hier theoretisch bauen. Ist die Frage. Hier gehen wir halt jetzt schon relativ weit weg von unserem Standort. Was nicht gut ist, da würde ich warten, bis wir hier in München was gebaut haben. Bakterienverteiler ist diese Runde fertig geworden. Da brauchen wir im Sauerstoff noch am längsten. Deswegen würde ich den Sauerstoff nochmal verbreiten. So, brauchen wir nämlich nur noch 18 Runden. Sehr schön. Und dann geht's weiter in die nächste Runde. Okay. Hier haben wir nochmal eine Knollenfarm. Die bringt nochmal Nahrung. Hier in Hamburg hatten wir ja sowieso... wollten wir ja nochmal boosten. Wenn es dann nochmal irgendwie dazu kommt. Und... ja. In München brauchen wir wie gesagt Nahrung. Nitrat, Titan, was auch immer. Müssen wir auch ein bisschen Glück haben jetzt. Ja, hier kostet es alles relativ viel Energie. Deswegen gehen wir mal hier hin. Leider keine Nahrung. Und Bakterien können wir schon wieder verteilen. Nehmen wir nochmal Sauerstoff. Dann sind wir dabei 14 Runden. Und haben wir sogar hier die Temperatur dann überholt. Okay, Anführerwechsel. Da haben wir Arthur Forster, der ein Ressourcenvorkommen auswählen kann und davon abbauen kann, Felsen zerstören kann. Cool. Okay, auch nicht schlecht, aber ich würde, glaube ich, ihn hier nehmen, weil wir da die Ressourcen dann einfach auswählen können, die wir haben wollen. Ein Raumhafen, ja, könnten wir auch nochmal bauen. Besonders hier neben München würde das auch nochmal Sinn machen. Aber da, siehst du, da kriegen wir ja gar keinen mehr hin. Macht ein Raumhafen eigentlich noch so viel Sinn?
Doch, wir wollen ja eigentlich keinen Titan mehr abbauen, ne? Das gibt Unterstützung pro Runde. Oh, das ist auch ganz cool. Nee, dann wollen wir das doch nicht haben. Dann nehmen wir was anderes. Dann nehmen wir lieber einen Pflanzenverteiler oder lieber auch gar nichts. Wissenschaft kriegen wir jetzt schon 5 pro Runde fürs Erkunden. Also da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wie gesagt, wir brauchen nochmal Nitrat. Und das ist es eigentlich. Brauchen wir eigentlich nur nochmal Nitrat. Unterstützung nehmen wir auch nochmal mit. Komm. 777, perfekt. Und. Ah, Wasser hätte ich gebraucht. Shit. 4 Unterstützungseinkommen, hier Technologie, die ich erforsche. Na komm. Kriegen wir nochmal Unterstützung rein. Ist auch nicht so schlecht. Plus 1 Energie. Plus 4 Unterstützung. Ne, wir nehmen nochmal die Nahrung. Busstation. Sauerstofffabrik oder Hochhaus? Wir nehmen mal die Busstation. Für Hamburg bauen die hier hin. Ja. Dann. Hier ist zum Beispiel, hier kriege ich keinen Minus, wenn ich da hinbaue. Warum auch immer. Hier können wir einen Pflanzenverteiler hinbauen. Aber es gibt noch keine Klimazonen dafür, weil wir dafür erstmal Regen brauchen. Das können wir aber einrichten, indem wir hier die Mine zerstören und das Wasser extrahieren. Genau, hier überschwemmt auch nichts. Dafür haben wir ja gesorgt. Dann dadurch konnten wir den Regen erhöhen und dadurch haben wir auch eine Klimazone, in der wir jetzt unseren Tundrawald verbreiten können. Da kriegen wir Atmosphäre und Sauerstoff pro Runde und Unterstützung in der Runde pro Runde, wenn in der Klimazone eine Stadt liegt. Schauen wir mal, dann müssten wir das nämlich hier hin machen. Dann kriegen wir auch nochmal 2 Unterstützung. Sehr schön. Okay, sogar mehr. Weil, keine Ahnung. Durch irgendwas kriegen wir noch mehr Unterstützung. Whatever. I don't know. Ich weiß auch nicht immer alles in dem Spiel. Manchmal überfordert mich das auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich diese ganzen Zusammenhänge, die kannst du irgendwann gar nicht mehr ausmachen. Unterstützung, Wasser und Nitrat. Das wollen wir haben. Wir wollen jetzt hier unsere Think Tank Wohnanlage bauen. Die können wir nämlich perfekt hier in Dortmund auf das hier hinbauen, theoretisch. Wenn wir ein anderes Gebäude haben, obwohl das könnten wir auch theoretisch hier hinbauen. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall kriegen wir das irgendwo hingebaut. Ein Regen, ein Temperatur. Ja, das nehmen wir nochmal mit. Was haben wir hier? 3 Wissenschaft pro Runde brauchen wir nicht. Roboterknoten, das könnten wir eigentlich nochmal machen. Und dann sehe ich, die Folge ist auch schon wieder 33 Minuten und 33 Sekunden lang. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir mit dem Terraform weitermachen. Und es dauert nur noch 12 Runden, bis wir 3 von 4 Komponenten oder Komponenten, nenne ich sie jetzt mal. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Bis wir 3 dieser Komponenten geschafft haben und dann fehlt nur noch Wasser. Da müssen wir uns auf die Suche machen nach Wasservorkommen oder müssen das Ganze über das Meer machen. Da kriegen wir schon 50 und dann reicht das sogar schon. Dann reicht das sogar schon. Das heißt, in 2 Runden können wir tatsächlich hier schon das Meer auf Stufe 2 bringen und dann müssen wir nur noch warten, bis die Temperatur fertig ist. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein paar Boni und dann sollten wir in der nächsten Runde auch schon oder in der nächsten Folge auch schon fertig werden mit diesem Szenario. Und dann ja, wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haut rein, bis dann und ciao, ciao. Das wollte ich sagen.